Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Projekt bzw. zu einem neuen Spiel, Dead End Road. Das wunderschöne Spiel hat uns der Steve rausgesucht und hat gesagt, jo Benny, du fährst gerne Autospiele? Da habe ich was für dich. Dead End Road. Und ich spiele das Ganze natürlich auch selbstverständlich nicht alleine, sondern bei mir ist der Steve. Welcome, Strangers. Sehr schön. Gut, dann würden wir auch gar nicht mal lange schnacken. Optionen brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht anschauen, sondern wir gehen direkt ins Game. Oh. What? So you finally arrived, my dear. You can come closer if you would like. Perhaps my appearance frightens you? There is no need to be afraid, child. You seek instructions on the ritual, yes? That is what my visitors usually ask of me. It is true that the ritual has power, the power to grant one wish. But it comes at a terrible cost. I can see you will not be dissuaded. Go perform the ritual, then return to me. And bring with you the following. A book, a bell, and a candle. Ist das eine Band gewesen in den 90er? Bell, Book and Candle? Echt? Gab's sowas? Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Geil. Can you remember that, my dear? Ich denke. So then, do you still wish to proceed? Very well. Then we shall begin. Okay. Perform the ritual with a differential input. Okay. Was muss ich jetzt machen? Was kann ich jetzt hier machen? Also ich kann die Kreise hier bedienen. Okay, ist cool. Scheinbar müssen wir irgendeine Konstellation herstellen mit den Dingern. Aber jetzt ist die Frage, welche? Und ich kann den mittleren irgendwie nicht bewegen. Oh, doch, kann ich. Hä? Okay, warte mal, wenn dieser Sound kommt, ist denn der Punkt richtig? Weißt du? Nein, falsche Taste! Warte, warte! Ja! Jawohl, das war anscheinend die richtige Konstellation. Was auch immer das gerade war für Kügelchens. What is your request of the dark powers? Okay. Oh, krass. Leserrückenmäßig. Oh nein. Ich kann was schreiben. Oh nein. Was wünschst du denn? The question. Was ist dein Begehr? Ja, was denn? Ich weiß es nicht. Was wünschen wir denn? Na, wir wollen die dunkle Macht. Power. Power. Okay, also da ist Ash-mäßig mal richtig das Ritual gerade in die Hose gegangen. Deshalb, liebe Kinder, rezitiert bitte niemals aus dem Necronomicon zu Hause. Und willkommen bei GTA Hell. Was ist das? Was denn? Also, oh shit. Also wir haben anscheinend gerade wirklich irgendwie jetzt ein Ritual durchgezogen und jetzt ist schief gelaufen. Und danke. Wir müssen jetzt entkommen, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Also wir haben hier den Start. Oben links, ne? Und wir müssen wahrscheinlich. Da kommt ein Auto vorbei. Und wir müssen wahrscheinlich zu Dead End Road? Ich weiß nicht. Ah! Okay, wir dürfen nicht zu lange rum. Would you suffer a fatal car accident? Would you like to restart? Ja, wir wollen gerne restarten. Okay, denn hier Schubrakete. Oh! Fahr mal auf die andere Straßenseite. Geisterfahrer. So, und an der Stelle möchte ich sagen, jedes Mal, wenn Benny und ich im Auto unterwegs sind, waren, wahlweise gerne bei GTA 5 irgendwie, lief immer ein Song. Benny, du weißt dann, welcher es war? Ja, aber... Carry on my wayward son! Alter! Alter! Alter, was ist los mit dir?
die Steuerung ist ja mal der Shit. Was ist das denn? Das ist ja... Kennst du noch von früher diese ganz oldschool Rennspiele, die du hattest in so einer 2. Test Drive oder was? Ja. Bremsen. Oh je, ich höre den Dämon. Was ist hier vorne? What is this? Werden wir gerade mit Köpfen beschmissen? Alter, die Grafik ist ja ultra edel. Ja, und... Ey, du, ich kann auch... Hör doch mal auf, mit dem Radio hier rumzuspielen. Nein. Belly. Nein. Ach, da unten ist unsere Tankanzeige. Nee, ist klar, wir müssen auch noch tanken fahren, oder was? Was hat das denn jetzt? Hallo? Nein! Alter, ist ja überhaupt gar nicht laut, der Scheiß. Alter, was ist denn hier los? Fahr ich falsch rum? Oh, Scheiße. Ich nehme alles mit. Alter, nee. Ey, ich spiel das gleich, wenn es so weitergeht, spiel ich das wirklich mit Controller. Also es hat eine Controller-Unterstützung, hat das drin? Ich könnte, glaube ich, auf Controller wechseln, aber ich glaube nicht, dass ich damit besser fahre, weil das ist richtig clunky. Oh! Alter, das ist so laut! Oh Gott, oh Gott! Was ist das denn? Er schmeißt Fleischstücken raus, irgendwie. Die kommt voll alleine raus. Guck mal, der bewegt sich. Bewegt er sich? Nee, der bewegt. Kann ich einfach rüberfahren? Was war das? Oh Gott, überhol den Penner bloß. Blinker setzen, überholen. Mal bitte immer Nebellöcher anmachen? Ich hab keine. Scheiße. Gott. Ich seh nix. Das ist. Oh Gott, jetzt ist der Nebel weg. Vielleicht sollte ich auch nicht die ganze Zeit mit Vollgas fahren. Wäre vielleicht auch so eine Idee. Ja, vielleicht. Vielleicht. Du bist ja nicht auf deutschen Autobahn. Warum wird er jetzt langsam. Oh! Turn left. Turn left. Okay. Turn by left. Okay, wir haben 100 Pfund. Okay. Welcome to Evilville. Following shops appear to still open. Supermarket, Mechanic, Pharmacy, Pawn Shop, Leave. Thank God. What? Achso, nein, wir müssen ja, ne, Bell Book and Candle besorgen. Wollen wir das mal im Supermarkt nachschauen, oder? Okay. Bip. So places are still open at this hour. Okay, dann gucken wir mal in den Supermarkt rein. Boah, die Sounds sind ja ultra brutal in dem Game, Alter, wirklich. Oh Gott, wer ist er? So, ich kann... The following items are available. Also, wir können Soda, wir können Schokolade, wir können Scratch Card. Was ist das? Ach, Rubbellos. Rubbellos. Cigarettes Kippen and Leaf. Jeden. Ja. Aber leider kein Book und kein Candle. Na, dann würde ich mal sagen, wir liefen. Und gucken mal vielleicht, in einem anderen Laden. Der Sound ist übel, wa? Eine Pharmacy vielleicht? Pharmacy. Vielleicht hat der ein paar schöne Duftkerzen. Oh, Diazepam, ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Tja. Also ich glaube nicht an Shop oder was? Nein! Ich habe extra dreimal gedrückt. Also die Eingabe ist auch sehr verzögert, das ist echt super. Echt, ja? Ja. Es hat eine gewisse Latenz drin. Pawnshop. Das ist ja eigentlich das, wie nennt sich das? Na, ihr braucht, also, An- und Verkauf. Genau, An- und Verkauf, genau. Guck mal, Candle. Eine Color Bell. Eine Color Bell, aber... Und eine Candle. Wo na, bitte. Die Candle? This is a relative nice candle, costs 12 pound. Chase. Yes. Möchte ich mal gerne kaufen. Dankeschön. Und die Color Bell. Zählt denn der Travel Guide ebenfalls als Buch? Oh! Das ist eine gute Frage. Nehmen wir doch einfach was mal mit. Was kostet der denn? Travel Guide? Ja, komm, 10 für einen 10er. Nehmen wir mit. Auf meinen Nacken, Junge. Mach heute den Gönjamin. So, das heißt eigentlich, wir. Also, aber theoretisch. Der Mechanic, wollen wir vielleicht beim Mechanic nochmal ganz kurz gucken? Dann hätten wir alle mal durch. Was können wir machen? Vielleicht können wir ja hier unser Auto reparieren lassen oder. Oh! Repair Car. Oh, Buy Fuel! Buy Fuel ist gut.
Guck mal, K-Damage 14%, K-Fuel 73%, Upgrades owned. Upgrades? Was sind denn Upgrades, Alter? Pass auf, da können wir doch bestimmt gucken gehen, oder? Wie komme ich denn wieder raus? B. Nee. Okay, warum haben die alle keine Augen? Das weiß ich auch noch nicht. Wir können doch mal gucken, was hat er denn für Upgrades? Was sind das, Alter? Bull Bars reduce all collisions damage by 50% für 50 Dollar. Für 50%? Bei 50%, Junge. Air Intake reduce fuel consumption. Ah, okay, also das ist weniger. Natürlich keine schlechte Sache, wa? Aber Vehicle kostet Top Speed. Ordentlich, muss man mal dazu sagen. Ja, ich würde sagen, also die Geschwindigkeit, noch mehr brauchen wir erstmal eigentlich nicht mal. Nee. Geschwindigkeit ist, glaube ich, wirklich. Und Beschleunigung auch nicht. Also, aber wenn er wäre, können wir überhaupt mehr als das oben links kaufen? Irgendwie? Weil die anderen sind so grau irgendwie unterlegt. Ja, wir haben ja noch 76 Pfund haben wir noch. 50 kostet das Ding hier und 35 die reduces fuel. Also ich wäre für Sprit sparen irgendwie. Ich habe eher Angst um die Kollision, weil immer ausweichen ist so eine Sache. Oder? Aber nimm mal Sprit sparen. Ja, sold out. Okay, nice. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hier, so. Wir können aber auch... like these guys' attitude. Car-Fuel, wollen wir jetzt schon auftanken? Können wir ja eigentlich, wa? Achso, ich muss hier wieder so raus. Wie viel kostet denn Fuel? 13 Pfund. Na komm, machen wir mal voll. Blum. So, und leave. Was mich jetzt natürlich noch brennend interessieren würde, wäre... Gucken, kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht. Ich wollte auf die Map gucken. Schade. Okay, dann müssen wir erstmal leave. So, tschüss, Alvaryville. Das ist die große Frage. Loading? Müssen wir jetzt wieder zu Moody zurück? Oder... Naja, fahr mal ein bisschen auf den. Kannst du auf den Standstreifen fahren? Wo sind wir eigentlich? Ja, wir sind ja noch in. Avril. Nein, over. Nein! Ja, keine Ahnung. Wo müssen wir denn hin? Wir sind. Warte. Alter, echt? Na, nach North Hollows müssen wir. Also nach North Hollows. Wir sind beim ersten Step gerade mal. North Hollows. Auf nach links. Okay. Hast du dir gemerkt, carry wo wir danach hin müssen? Ach, jetzt muss ich auch noch selber fahren. Warte mal, ich probiere noch was aus. Peace when you are gone. So, what? Ich habe jetzt meinen Xbox-Controller hier rausgeholt. Oh yeah! Damit kann ich doch umgehen hier. Also, Benny hat mal schnell sein Force-Feedback-Lenkrad angeschlossen. für so ein Game, Alter. Hey, weg hier. Irgendwo gab's auch eine Hupe. Oh nee, das war das Falsche. Oh Gott, Alter! Hey, da ist eine Mülltonne, die fliegt! Weg da! Das ist schon ein skurriles Game. Das ist schon skurril. Oh. Was? Was ist jetzt passiert? Hä? Was sind wir denn jetzt? Ja, nee, ist klar! Ja, klar! Oh, klar. Ausweichen! Weg da! Blöder Satzfahrer! Jetzt sind wir hier durch. Ist ja fast besser als GTA. Ey, man versteht doch gar nicht, was der Dämon erzählt irgendwie. War das so. Oh, warte mal, da war ein Anhalter. Anhalter, nee, komm, Alter. Nee, lass mal. Oh. Jetzt greift er aber rein in die Special Effects Kiste. Lass mal hier wieder überholen. Mensch, doch, fahr doch mal schneller. Okay, ich hab nicht gehört. Okay, willkommen bei Mad Max. Also vielleicht hätten wir bei uns bei der Pharmacy vielleicht doch noch mal ein paar Tabletten mitnehmen sollen. Vor allen Dingen, guck dir mal den Sprit an. Ja, was ist denn da für eine Zahl? Ach nee! North Hollows. Die Anzeige ist quasi, wie lange wir bis zum nächsten Punkt brauchen. So. Müssen wir denn aber jetzt hier noch irgendwas gucken? Also wir können ja mal nochmal in den Supermarkt Dark Alley? Was ist denn eine dunkle Gasse? Okay, so. Nee, die gleichen Sachen. Aber wir haben hier was Neues gesehen. Ja, wo? Hier, Dark Alley. Ah, der, ja, und der Antique Store.
Oh, im an. Oh je, im antiken. Wie nennt man das? Im Antikgeschäft? Nee. Im Antiquariat? Was ist das? Antiquitätenladen. Ja, genau. Da könntest du vielleicht ein Buch heben. Meinst du das buchtechnisch, dass wir da noch nicht durch sind? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich die Bibel. Also, ich würde sagen. Wir haben aber bald keinen Cash mehr. Also, kostet jetzt 17. Wir haben nur 28. Na, ich würde. Also, was. Ja, was würdet ihr jetzt machen irgendwie? Würdet ihr die Bibel. Die Bibel. Würdet ihr die Bibel als Buch nehmen? Nee, die Bibel als Buch nehmen? Oder aber glaubt ganz ihr, wichtig, dass die Bibel, also muss man nochmal ganz kurz erwähnen, ja, die Bibel ist von ist die Edition von King James. Ja, ganz man sagt ja nicht umsonst, die Bibel ist ja das Buch der Bücher. Ich will nochmal sagen, wir kaufen die Bibel und hoffen, dass das als Buch jetzt durchgeht. Und dann dürften wir eigentlich alles haben. Na, ich hoffe mal. So ein also, Buch, oder? Na, also viel mehr Bücher, viel mehr buchlicher kann es ja eigentlich werden, oder? Eigentlich nicht. Ich würde aber gerne noch mal wissen, was die Dark Alley ist. Das ist ja die dunkle Gasse. Search Alley. Ach du Scheiße. Nee, search mal. What? You find the sleeping hobo. Was ist ein Hobo? Ein Penner. Ein Penner. Naja, wir haben halt einen Penner bei seiner Ruhe gestört irgendwie. Und das ist jetzt nicht so geil. I wish I hadn't gone this way. Ja, dann gehen wir lieber wieder weg. Und leave me. So, jetzt würde ich aber gerne nochmal wissen, wie kann ich die Map nochmal aufrufen? Also mit dem Controller. Mit dem. Achso. So. Fahr lieber erst an den Rand an. Oh, na Mensch. Scheibenwischer. Ah, da. Wir müssen Richtung. Walk. Okay. Nein! Das Volk wollten wir! Kann ich jetzt eigentlich nochmal. Dreh um, genau! Dreh um! Geht das? Nein, scheiße! Damit hat der Entwickler nicht gerechnet, dass man sich umdrehen möchte. Ach, scheiße. Okay, wir müssen jetzt. Wir fahren jetzt woanders lang. Wir fahren jetzt nach. Crow Road. Ach, Kackenkopf, okay, scheiße. Ah, shit. Na gut. Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Oh, schön. Okay. Dankeschön. So, wir machen erstmal wieder die Beleuchtung an. Hupen mal ein bisschen. Dann ist hier einfach alles mit Müll. Miep, miep. Fanfare der Idioten, Alter. Was ist denn jetzt? Nee, mach Licht an. Mach das scheiß Licht wieder an. Ich seh nix. Jetzt nicht mehr. Okay, gruseliger Eiswagen. Und rückwärts laufende Musik. Können wir die Musik ausmachen? Die ist. Oh! Das war eine Eule. Schön, Hedwig überfahren. Toll, schön. Wird wohl Harry Potter niemals nach Hogwarts kommen. Oh Gott. Das war ein Geist. Der war nicht echt. Warum ist denn. Diese Augen. Diese Steuerung und die Augen. Eyes without the face. Oh, mal Scheibenwischer an. Es regnet. Oh, bitte lass bitte einen fairen Checkpoint da sein. Ich hab keine Ahnung. Aber vielleicht können wir ja jetzt richtig rum abbiegen. Na, ich glaube, wir müssen nach. Ich will nicht wieder nach Villa schieß mich tot da. Ja, wahrscheinlich wird er da North Will oder wo man wollte jetzt. Wir fahren schon leider zu lang. Aber ich konnte auch, ich hab gebremst und nach links gezogen, da ging nichts. Ja, ist halt Aquaplaning. Ja. So viel Blut auf der Straße. Passiert halt. Kannst du nicht machen. Wenn du dir das Auto mal anguckst, das sieht aus, als ob da eigentlich nur ein Transporter, also nicht ein Transporter, sondern so ein Anhänger fährt, ohne Auto vorne. Der hat kein Cockpit, kein nichts.
Schön. Aber ich frage mich auch, wer stellt da so eine Mülltonne mitten im Nirgendwo hin? Wer leert die? Hallo, ich will da weg, blinkst du da vorbei. Ja, die Äuglein kommen. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich auch mal wieder hier ein bisschen. Nee. Die Opel mal eben. Das ist Wahnsinn, diese Steuerung, es ist. Oh nein! Oh nein! Oh, Benny! Ich hab das gerade gar nicht gesehen. Was war das? Ich hab nichts gesehen. Oh, das war Kinderwagen! Nein, da war kein Kinderwagen. Das war. Nein! Scheiße. Nein! Oh, Benny, das kannst du doch nicht bringen! Nein! Oh. Ich bin ausgewichen! Oh, das nimmt mich ja hart mit hier, das Game, Alter. Gott. Wie lange Devil geht's? In the back. Kann ich auch nach hinten gucken, eigentlich? Okay, 1,2 Kilometer noch. Kann ich irgendwas anderes noch machen? Ja, schalten wir schon wieder an, okay. Was ist das hier? Da passiert nichts, okay. Oh, scheiße, ich habe eine übelste Befürchtung jetzt. Na? Ich glaube, das Spiel ist nicht gnädig mit Checkpoints. Meinst du? Ich hatte jetzt gerade das Schild. Ja. Also, ne? Aber das Gute ist, wir haben noch 100 Pfund. Oh, shit, echt jetzt? Oh nein. Nein. Average City. So, wir haben noch einen halben Tank. Wir könnten es schaffen. Ja, aber uns fehlt trotzdem immer noch die Bell. Naja, dann ziehen wir eben das scheiß Ritual eben nicht durch. Wir haben ja am Anfang gesehen, dass das in der Hose gegangen ist. Oh, die Würfelze. Oh, stopp! Oh, no, no. Auf hier. Na, ich warte mal lieber, bevor die. Ach, hier war ein Unwetter! Hallo? Das heißt also wirklich. Denken sich hier Entwickler dabei. Okay, weiter geht's. Wir wollen mal das geilste Autorennspiel machen, was je existierte auf the world. Mit einem Greaser. Und dann schmeißt man ständig Stöcker dazwischen. Eins der Aussagen war richtig, eine war falsch. Findet raus welche. Also, ne, aus dem Motorraum qualmt's ganz schön. Achso, ne, mach die Kippe mal aus, weil das bin ich. Nein! Ja, wie willst du. Wie soll man das denn bitte schaffen? Ja, ihr Lieben, ich glaube, es ist uns vergönnt, in der Dead End Road anzukommen. Und, Benny, würde sagen, wir schalten an der Stelle vielleicht auf Autopilot. Oder nehmen den Zug. Wir nehmen den Zug. Wir nehmen den Zug. Ich bin für Zug. Okay. Ah. Ja, ihr Lieben. Ihr seht, Autofahren wird immer gefährlicher. Deshalb benutzt die Öffentlichen. Ansonsten kann ich zu diesem Spiel nicht weiter sagen. Das ist ja... Ja, falls es euch irgendwie gefallen hat... Oder, falls ihr Spaß daran hattet, wie wir uns hier angestellt haben, irgendwie, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ansonsten, Benny, der Test-Crash-Dummy hat das letzte Wort. Ja, damit sage ich, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns einfach bei einem nächsten Projekt. Bis dann erstmal, reingehauen. Ciao.